Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Villa Kennedy zur Verleihung der 13. Lipper Fund Awards in Deutschland. Mein Name ist Detlef Kloff. Ich werde Sie durch den heutigen Abend führen. Ich freue mich, Sie im Namen von Lipper und Thomson Reuters sowie unseren Medienpartnern eFund Research und der Zeitschrift Das Investment sowie MeinGeldTV begrüßen zu dürfen, um mit Ihnen die erfolgreichsten Fonds der letzten 3 Jahre auszuzeichnen. Kommen wir nun zu dem Hauptteil des heutigen Abends, der Verleihung der Lipper Fund Awards für Deutschland im Jahre 2013. Mixed Assets Euro Conservative Europe. Der Gewinner in der Kategorie wird repräsentiert von Dr. Stefan Kloß. Das ist der Capital Plus. Herr Dr. Kloß, bitte erläutern Sie unseren Zuschauern den erfolgreichen Anlageansatz des Capital Plus. Den vorzeichnet aus eine sehr ausbalancierte Mischung aus Aktien und Anleihen. Von dieser 70-30-Mischung sind wir so überzeugt, dass wir sie monatlich wiederherstellen. Vorzeichnet außerdem aus das aktive Management im Aktien- und im Rententeil. Da können wir voll unsere Research-Möglichkeiten ausspielen. Und den vorzeichnet aus der lange Track Record. Den Fonds gibt es seit über 18 Jahren. Für welchen Anlegertypus ist der Capital Plus geeignet? Der Fonds selber hat mit 70% Anleihen, 30% Aktien eine sehr defensive Mischung. Er wurde jetzt auch eben ausgezeichnet in der Kategorie der konservativen Mischfonds Europa. Entsprechend ist er für konservative Anleger geeignet, kann dann investiert werden, entweder als Kerninvestment oder eben im Zuge eines Sparplans. Herr Dr. Kloß, wie ist Ihre Einschätzung zu den Kapitalmärkten für das Jahr 2013? Ein Thema, das uns sicher auch 2013 beschäftigen wird, ist die hohe Verschuldung der Industriestaaten. Das wird dämpfend auf das Wachstum sich auswirken, aber insbesondere auch durch die Maßnahmen der Zentralbanken denken wir, dass es trotzdem weiterhin Wachstum geben wird, die Eurozone sich stabilisieren wird und da europäische Aktien günstig sind, denken wir, dass man europäische Aktien auch haben sollte. Auf der anderen Seite aber wird es sicher immer Rücksetzer geben und dann ist man froh, wenn man Bonds, Anleihen als Stabilitätsangabenportfolio hat, also am besten eine Mischform wie zum Beispiel den Capital Plus haben wird. Vielen Dank, Dr. Kloß.